Verheerendes Unglück in China. Bei der schwersten Brandkatastrophe seit Jahren in der Volksrepublik kommen mehr als 100 Menschen ums Leben. Behördenangaben zufolge gibt es mindestens 119 Tote. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet, befinden sich bei Ausbruch des Feuers mehr als 300 Arbeiter in dem Hühnerschlachthof im Nordosten des Landes. Die Fabriktore sind verschlossen. 6:06 Uhr brach in der Geflügelverarbeitungsfabrik Baiyuan in Jiwei ein Feuer aus. Die Arbeiter sitzen in der Fabrik in der Falle. Etwa 100 Arbeiter können sich laut Xinhua dennoch ins Freie retten. Die Behörden berichten von Dutzenden Verletzten. Die Zahl der Opfer droht noch zu steigen. Die Fabrik wurde erst vor 4 Jahren eröffnet.